ich beobachte dich in der Zeit schon mal. Zielt sie auf mich? Nee, sieht nicht so aus. Ach so. Na doch, wohl. Ich beobachte dich. Nee, hier gibt's ja leider nicht diese Fernglas-Stalker-Funktion. Naja, wenn du Kuh, dann siehst du mich zumindest immer so mit diesem. So, was? Und wir bekommen schon wieder. Was ist das für eine Musik? Bekanntschaft, zumindest sagt es die Musik. Ach. Oh. Oh nee. Auch ausgerechnet so vor mir. Kann ich. Ach du Scheiße, was mache ich denn? Ich brauche unbedingt deine Hilfe. Ah, puh. Warte, ich komm gleich. Ach, bei dir hast du auch noch einer. Bei mir ist. Bei mir habe ich gerade etwas mehr Besuch. Von wem? So, der klingt so nah. Ja, wo ist denn der jetzt? Da. Ah! Jo, geh zu Shepard. Boah. Oh, puh, in der letzten. Also du Arschloch, jetzt machen wir dich platt. Dennis. Oh, ja. Den schießt du mit dem Sturmgewehr an und dem geht keine Energie aus. Hilfe. Oh, oh. Scheiße. Vorsicht. Scheiße. Bitte nicht. Scheiße. Oh. Ach. Du kannst nicht mehr hoch, oder? Oh. Ach. Bitte nicht. So, du Arschloch. Ich hab jetzt gerade so ein Schiss, ehrlich. Du hast aber auch ein Glück. Echt, das stimmt. Bei einem höheren Schwierigkeitsgrad stehen die ja dann nochmal auf, ne? Ja. Oh ja. So, die Kettensäge können wir leider immer noch nicht mitnehmen. Das war's hier. Du kannst hier oben nochmal gucken, ob noch irgendwas zu finden ist. Nee, nichts weiter. Ansonsten warte ich schon mal auf dich. Und sage. Go! Nee, was muss ich sagen? Komm an. Genau. Beides. Gut, weiter. Jetzt sind wir im Inneren dieser Fabrik. Josh? Shiva? You're alive. Are you okay? Well, how did you get here? We were at the port when we were attacked. And then, well, I ended up here. Where's the rest of the team? Shit! It's just the three of us now. Why did you not retreat? I mean, we are no match for them. I've got unfinished business. The hard drive containing data on the BOW experiment had a picture inside. The picture was Urs's friend. A friend? I'm not leaving until I catch Irving and find out what the hell's going on here. Let's save the chit-chat for later. Dürfen wir ihn beschützen. Ja, da ist ein Elektroschocker natürlich. Ja. Sehr effektiv. Auf eine Brandgranate. Der mich natürlich nicht Bobby mit einer Brandgranate abwirft.
aber ich lebe noch. So, wie wär's mal mit einer Heilung? Ich benutze sie gleich mal. Na, dir bringt das jetzt gerade gar nichts, aber... Ich will ja nicht noch sterben. Ja, und schön. Schon wieder. Oh. Da wird das Fenster auch noch eingebrochen. Ach komm, rein da. Genau. Jetzt schockst du mich gleich. So, und da habe ich dich gleich mit erwischt. Mit Absicht so, geht's ja leider nicht, Dennis. Rein. Nein. Oh, wir haben gar nicht aufgepasst. Oh nein, ja. Da kommt wieder so ein Dicker, dein Freund Dennis. Oh, hier ist er. Und super. Zwei. Im Doppelpack. Ja, das lasse ich mir nicht zweimal sagen, schnell hier hoch. Und wir lassen die Gegner hinter uns und sind auf einer weiteren Etage. Naja, hinter uns ist wohl ein bisschen übertrieben. Oh, ja. Ach so, ja. Hätte man bedenken müssen. Ja. So, hier haben wir Gold, eine Mine und nochmals Gold. Gut, oh, jetzt wollte ich gerade hier Josh. Ja. Grünes Kraut. So, ich stürme vor mit meinem Elektroschocker. Oh, das wird eklig. Oh, du schockst dich. Immer hier auf den Arm, Josh. Der uns gerade Leben gerettet hat, oder? Ja, letzten Endes. Ja, nicht den wir Fahrstuhl halten jetzt zusammen, wird. Das ist, denke ich mal, sehr wichtig. Dennis, leg mal ein paar Minen hier, dass, falls einer kommt. Jo. Minen, ausrüsten. Und hier unten gleich. Hm? Nee. Da muss sie wieder gebrochen. Ja. Ja, bezeichnet es als Schmerz im Arsch und hier gleich unser Kettensägenmann über den Fahrstuhl. Ich bin so erfreut. Ich kann meine Freude gar nicht ausdrücken. So, hier platziere ich jetzt gleich mal zwei Minen. Ich hoffe, dass wir jetzt so lang wie möglich unversehrt. Natürlich. Nee, ich gehe mal hoch und wehr die mal mit meinem Elektroschocker ab. Und oh, das da. Oha. Jawohl, die Tür ist offen. Wir kommen raus aus dieser Fabrikhalle. Are you okay? I think so. I'm okay. It looks like Irving is trying to blow up the place and make his escape. You must stop him before it is too late. I'll try to find us a way out of here. All right. We'll go after Irving. Good. Okay. Now there's a dock up ahead. That is probably where he's going to make his break. Copy that. And Josh! Be careful. Let's hurry. Okay. Jetzt sind wir nochmal glimpflich davon gekommen. Und jetzt geht's zum Anlegesteg. Genau, mit dem einen klaren Ziel, endlich diesen komischen Typen namens Irving zu fangen. Er war ja einmal schon kurz vor uns. Wir hätten ihn einmal schon kurz abschlachten können.
Doch dann kam dieser komische Mann, welcher uns... Wir haben ja schon klargestellt, dass das eine Frau ist. Ja, diese Frau oder dieser Spider-Man, wie ich es nennen möchte. Vielleicht hast du jetzt nochmal die Gelegenheit, das zu sehen. Was? Ja, das Outfit, dann siehst du ja eigentlich, dass das eine Frau ist. Maschinengewehr-Munition. Jo. Unser Ziel ist da hinten. Also gehen wir mal rein. Oh, jetzt habe ich Schrot für dich mitgenommen. Naja, das gebe ich dir gleich. Okay. Kein Problem. Ja, ist im Moment alles noch ziemlich ruhig hier. Ja, da kommen wir nicht rein. Habe ich schon probiert. Ja, dann gib mir doch mal bitte die Schrot dann. Achso, die Schrot, genau. 5 Schrot, Money. Hast du gleich einen Inventarplatz? Eben. Gut. Thanks. Kein Problem. So, hier hinten ist nichts weiter. Von hier kommen wir, genau. Ja. Also müssen wir jetzt runter. Bist du denn hingesprungen? Ja, ich gucke ja. Noch. Ja. Ist noch ein bisschen Maschinenmuni. Hier sind noch 2 Fässer. Ich denke, damit sind wir gut gerüstet für den nächsten Kampf. Oh, hast du gerade. Okay. Thanks. Ja. Eigentlich wollte ich auch einen Klatschen. There he is! Ist er ja schon wieder. Was? Und da ist wieder. Ach, hier ist wieder diese Maskenfrau. Ja. Genau. Ja. Splendid timing! You two are just in time for the fireworks show! Boom! Oh Mann, der Typ ist etwas verrückt. Und der Besuch kommt. Ich bin feiern. Ist klar. Do you read me? I've secured a boat. I'm on the other side of the dock. Get here on the double. So. Das wundert mich. Hier fliegt alles in die Luft und die opfern ja ihr Leben, indem sie uns hier aufhalten. Ja, jetzt setze ich dich gerade auch außer Gefecht, aber... Schnell weg hier. Schnell die Gegner platten am besten. Gleich wegrennen, bevor wir ja alle noch in die Luft gehen. Oh, wir bekommen hier mal Besuch. So, schnell weiter. Schnell das Schloss aufschießen. Aufschließen? Oh, hier kommt gleich wieder ein paar. Aufschießen. Ah. Weg hier. So, ich sterbe. Bist du dich? Scheiße. Und ich bin hier gerade. Weg hier. Danke dir. Schnell. Ja, danke. Eine Falle. Gleich entriegelt. Ja. Noch eine Falle. Ach, da bin ich jetzt reingelaufen. Mensch. In dieser Hektik. Nichts wie weg von hier. Wo kommt hier jetzt her eigentlich? Ja. Oh, hier drin. Vielleicht von hier. Deshalb war das auch verriegelt wahrscheinlich. Wir haben da schon drinnen gelauert. Oder so. Ja. Komm. Noch einer. Gut, da muss nochmal geschafft werden. Es muss jetzt richtig gezockt werden, ist auch bei einer Sekunde hochgegangen. Oh. Ja, das rockt richtig. Und wir machen uns aus dem Staub weg von hier. Oh, oh. Ja. Das führt wieder zu steigenden Benzinpreisen. Ja.
Auswertung. Jetzt bin ich gespannt. Du bist nun mal gestorben. Das ist dir dann mit S bewertet worden. Und ja, 1000 Punkte beide. Ja, Präzision muss ich mich natürlich weiter etwas anstrengen. Egal, weiter geht's. So, was gibt es jetzt Schönes? Wir haben ein paar Schätze zu verkaufen. 7000 bringen die ein. Und wir können wieder verbessern. Ein bisschen Kapazität, ja. So, meine Magnum rüste ich auf. Ach, die verbesserst du jetzt richtig, ja. Naja, ich kann dir noch bis zu... Im Moment habe ich 1500 Schaden, die müsste bis zu 300 Schaden bringen. Oh ja, hier kannst du ordentlich. Ja, vielleicht, nee, ich verbessere doch erstmal die Pistole. Was Neues zu kaufen gibt's nicht, wie ich das richtig sehe, wenn ich das richtig sehe. Nee, ich habe auch nichts gesehen. Oder erstmal meine MG, weil damit schieße ich ja ständig. Ja, ich mach erstmal die MG voll. Gut. Also was verbesserst du jetzt? Ich habe die MG jetzt ein bisschen verbessert auf Kapazität und Ladegeschwindigkeit und die kritische Trefferrate etwas. Wie sieht's aus mit also dem Schaden? Schaden ist glaube ich schon, warte, aufs Vollste auf 100 Schaden ausgeprägt. 100 Schaden. Wie viel macht meine Sniper? Die macht 950. Ja, ist ja klar. Ja. Bei Maschinengewehr. Das hat nicht so viel. Dafür die Magnum gleich mit 1500. Das ist nicht schlecht. Was schade ist, dass... Ach, hier kann ich auch auf Kapazität gehen bei der Magnum. Klar. Das ist schön. Aber mach's erst später, würde ich sagen. Jetzt hast du nachgeladen, oder? Ja. Ja. Ja gut, wenn du dann fertig bist, dann ja, mach ich hier noch ein bisschen Schaden, den Rest heb ich auf. Ja, Schaden ist gut bei der Magnum. So, verlassen und weiter. Super.